Komm, 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 komm. Du weißt doch, dass ich da bin. Zu doof zum Scheiß. Ah, er kommt. Nee, er geht nach Hause. Nix flüchten. Ach, hast dich mit in der Richtung vertan. Tja, komm, epic. Ich habe keine Lust zu erfahren, was du machst, aber das war eine schöne Pirouette. So. Was ist... Okay, das können wir gebrauchen. Das Medikit würde ich auch vorziehen. So, hier ist auch ein Shop. Jetzt erstmal die beiden Schemata aus dem Inventar rauskloppen. Brennstoff für die Flammen, ja, und den Ripper. Der Ripper ist noch eine neue Waffe. Eine Industriesäge. Mit Fernsteuerung, aha. Aha, aha, aha. Ach so, neues Objekt zeigt einfach generell an, welche Objekte neu sind. Aber ich denke, den Ripper brauchen wir erstmal nicht. Wir haben genügend Waffen. Aber wir holen uns noch einen Energieknoten. Und verkaufen es erstmal wieder. Viele, viele Sachen. Aha, aha, aha. Luftkanister. Nee, gerade nicht. Stasepack. Nee, gerade auch nicht. Und zur Not kann ich die ja eigentlich hier auch kaufen, ne? Ja. Ich hab so viel. So, ich werde das jetzt erstmal versuchen, mit dieser Konstellation jedes Mal einen Shop zu verlassen. Weil dann haben wir immer auch schön viel Platz, um weitere Items mitzunehmen. Und ich habe gerade ganz vergessen, mir von dem ganzen Geld wieder Energieknoten zu holen. Eigentlich müsste ich jetzt wieder total abspacken, weil wir wieder 4 Energieknoten haben. Juhu! 4 Energieknoten. Das heißt auch 4 Wasabi-Teile. Nam, nam, nam. Lecker Schmecker, aber die Musik hört nicht auf. Die geht immer weiter in die Höhe. Jetzt sollen wir zur Zentrifuge. Wobei Zentrifuge eigentlich totaler Blödsinn ist. Juhu! Zentrifuge ist eigentlich genauer Blödsinn, weil vom also Zentrifugen gibt es ja im Grunde genommen nicht, weil. Genau, was geht jetzt ab? Friends. Nee. Also Zentrifugen ist ja physikalisch eigentlich ein falscher Begriff, weil es flüchtet ja nicht vom Zentrum. Ist ja vom lateinischen Zentrum und Fugere, Fugit. Decontamination. The gravity centrifuge is fragile equipment. All authorized personnel must undergo a was? Thorough decontamination war bestimmt falsch. A sequence before accessing the core. Thank you. Da scheint was dran zu sein, was ich haben will. Luftkanister. Relativ langer Gang. Noch ein langer Gang. Ah. Was ist? Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Ah, nein, 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 nein. Die Teile sind lecker, aber auf Dauer verdammt scharf.
Danger. Ich soll da rein und mich dekontaminieren lassen. Nicht kontaminieren. Kontaminieren war schlecht. Eine Werkbank. Eine Werkbank, das ist lustig. Eine Werkbank, die ist schön. Komm, komm, komm. Nix drin. Wer legt sowas denn unter den Stuhl? Unter die Sitzfläche. So. Wir verwenden 1, 2, 3 bei der Rick. Dann haben wir noch mehr Lebenspunkte. Wir sind noch schwerer zu töten. Und dann machen wir mehr Schaden. Weil erstmal ist für mich wichtig, dass Schaden und Kapazität hoch sind. Nachladen, dafür bleibt eigentlich immer genug Zeit. Aber ich habe, wie gesagt, total Schiss, dass ich irgendwann keine Munition mehr habe wegen irgendeiner Scheiße. Hab ich jetzt schon? Okay. Dann lassen wir uns mal kontaminieren. Leute, es ist ein Horrorspiel, das geht bestimmt nach hinten los. Ready to activate. Na sicher. Dekontaminationssequenz. Ich bin weg, als ob. Bitte warten. Klar, wieso machen die das so verrammelt zu? Oh mein Gott. Über mir irgendwas? Nein. Die haben das Teil Schrott gemacht. Toll. Lockt. Kaputt. Macht mal wieder auf hier. Da ist. Wo, 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 wo. Da! Zack. Das war's? Natürlich nicht. Ach komm jetzt. Lass dich doch. Die Gliedmaßen abtrennen. Weg damit. Die brauchst du eh nicht mehr. Proceed. Thank you for your cooperation. Ja. Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank. Genau, für Ihre da gab's Geduld. So Spaß nochmal auf Deutsch. Was für eine Geduld muss man haben, um bei der Dekontamination solchen Viechern von der Schippe zu springen. Solche Viecher zu überleben. Ach, das ist krank. Egal. Wag es nicht. Man sieht jetzt auch schon schön an unserer Rig, dass wir mehr Lebenspunkte haben. Beziehungsweise eine längere, nee, eine besser unterteilte Lebensleiste. Die wird also nicht länger, sondern die unterteilt sich immer mehr und mehr. Und hier wird es dunkel. Ui, ui. Don't go it alone. Take assurance. Ja, eine Versicherung. Das wär's doch. Kriege ich hier so eine Versicherung, falls ich sterbe? Muss ich da lang? Och, Leute. Diesmal kommt da doch bestimmt was raus. Eins, zwei. Moment, da ist etwas rausgegangen. Und dort ist etwas reingegangen. Das heißt, eigentlich müsste von dort etwas kommen. Wenn überhaupt. Ach je. Aber da... Sonderbarerweise ist da so eine... Goldplatine, glaube ich, dran. Nuiuiuiuiui. Es dreht sich. Es geht auf. Wir dürfen rein. Wunderbärtig.
Zugang zur Zentrifuge. Achtung, variable Schwerkraft. Das sollte nicht das Problem sein. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ah, ich bin wieder etwas über der Zeit. Das ist schlecht. Weil eigentlich würde ich jetzt gerade mal die Toilette besuchen. Deshalb sage ich an diesem Punkt mal kurz, sorry, bis gleich, tschüss, die Aufnahme geht gleich sofort weiter. Bis gleich. Boom! So, willkommen zurück. Ich habe euch etwas verkackeiert. Wir haben nicht wieder da angefangen, sondern mit der kleinen Explosion und haben dafür extra einen Schuss aus dem, wie heißt das Teil, Slicer? Aus der Strahlenkanone. Slicer mit breitem Strahl, okay. Es ist ein Slicer und wir gehen rein. Ende der Schwerelosigkeit. Juhu, keine Schwerelosigkeit mehr. Bitte Kupplung aktivieren. Eintritt Schwerelosigkeit. Aha, aha, aha. Gut. Schwereloser Raum ist lustig. Vor allem die Gegner brauchen da so lange. Was? Wo? 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 Ah! Lass mich eben wechseln. Wo bist du? Hä? Gib dich zu erkennen. Verdammte Scheiße. Raum ab und such dich. Ist er runtergefallen? Das hört sich so schlimm an. Ich glaube, das ist ein Fehler. Egal. Dann schauen wir halt nach. Wie kann man nochmal springen? So kann man nochmal springen. So. Wo bist du, du böses Vieh? Ich seh dich. Ah, da bist du. Okay, für dich reichen nur 2 Schüsse. Mal gucken, ob das stimmt. Anscheinend. Schön und gut. Schön und gut.